So, und wir kommen jetzt zum letzten Award. Das wäre dann der Special Award, eben diese Kategorie, die so, so den ganzen Rest irgendwie noch auffangen soll. Weshalb habt ihr euch für diesen Gewinner oder diese Gewinnerin entschieden oder für dieses Projekt? Ich kann nicht viel sagen. Machen wir zuerst schnell das Reveal hier. Alright, let's see. Special Award geht an Muse. Gut, vielleicht wollt ihr noch ein paar Dinge selber sagen. Ich habe dann auch noch ein paar Bemerkungen. Sehr gerne. Also die 25 Jahre, die machen mich relativ alt. Aber kein Thema. Ich habe sehr oft schon festgestellt, dass die Jahre sehr schnell verflogen sind. Ich musste mich heute konzentrieren, keine Krawatte anzuziehen. Und so, wenn ich sehe, aus der traditionellen IT zur Open-Source-Community, ich bin immer der Einzige mit Krawatte. Ich biete mal Kurse an in 5 Jahren, wie man die Dinger bindet. Aber wirklich, wir haben bei SUSE noch Gründungsmitglieder dabei. Ralf Flachser ist einer, der vor 25 Jahren ein erstes Linux gebastelt hat. Und wir sind überall zu Hause, ohne dass ihr es merkt. Jeder von euch hatte heute wahrscheinlich schon mit SUSE zu tun. Und um euch mal einfach up front zu schockieren, wenn ich euch sage, dass eure Bizerba-Waage bei Coop mit demselben Betriebssystem läuft wie das Kernkraftwerk Gösgen, dann gibt das ein komisches Bauchgefühl. Aber zur Beruhigung, auch die LSVA, 55.000 Lastwagen erfassen Daten auf SUSE und eure Steuern bei Bund und Kanton werden auch auf SUSE gerechnet. Also sehr viel Gutes. Wir haben vor 2 Wochen in Prag die 25 Jahre gefeiert an der SUSECon und wir haben einen ganz bestimmten Slogan und der ist, glaube ich, wichtig in der ganzen Community. Der Slogan ist The Open Open Source Company. Wir wollen als SUSE partnern, wir wollen keine End-to-End-Stacks anbieten, um monopolistisch am Markt auftreten zu können. Nein, das ist nicht die Strategie. In all unseren Themen, sei es OpenStack, sei es Cloud Environment Solutions, neu Software Enabled Storage, wir arbeiten mit Partnern zusammen, any to any. Wir sind nicht die Leute, die von top-down alles selber am besten können. Also wir sind auf euch alle angewiesen, dass ihr einen guten Job macht und wir unterstützen euch dabei sehr gerne. Herzlichen Dank, wir sind sehr stolz, dass wir diesen Award mit nach Hause nehmen dürfen. Danke. Also vielleicht auch aus Jury-Perspektive noch ein paar Bemerkungen. Ich habe, glaube ich, 94 mein erstes Linux mal installiert und wer damals dabei war, der weiß, das war mit Schmerzen verbunden. Man hat da teilweise wochenlang probiert, bis das Ding auf dem aktuellen ThinkPad mal gebootet hat. Und ich denke, oder im Namen der Jury war eigentlich relativ klar, SUSE Linux hat für sehr viele, gerade in der Schweiz, in Deutschland, eine wichtige Rolle gespielt. Die Linux-Distributionen wie SUSE haben eben begonnen, das Ganze etwas zu vereinfachen. Man hat halt Dinge so vorkonfiguriert gekriegt, dass es out of the box auf etwas mehr Hardware funktioniert. Man musste nicht mal 2 Tage lang den Kernel kompilieren. Das hat unter Umständen noch gedauert damals. Man hat dann die Oberfläche vereinfacht, dass man überhaupt eine Oberfläche hatte. Linux installieren hieß mal, ich habe eine schwarze Box mit einem Cursor. Nicht, ich habe einen 3D-Desktop damals. Es war alles etwas schmerzhafter. Es war natürlich alles sehr, sehr jung. Und SUSE hat da sicher einen sehr wichtigen Beitrag geliefert, dass das in Europa, in Deutschland, in der Schweiz auch eine größere Verbreitung gefunden hat. Und wie ihr selber erwähnt habt, man hat heute solche Linux-Distributionen wie SUSE im Einsatz in Gebieten, wo man es gar nicht glaubt. Eben, das kann eine Küchenwaage sein, das kann mein Brick-Router sein irgendwo, den ich irgendwo in der Ecke habe. Und SUSE hat da wirklich viel beigetragen, dass das Massenware wird. Und Open Source ist dann erfolgreich, wenn wir diesen Punkt erreichen. Deshalb
wollten wir euch diesen Spezialpreis vergeben und gratulieren euch natürlich auch für die 25 Jahre. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Gratulation, ja genau. So. Gut, ich fasse es nicht, wir sind früher. Ja, wir haben es geschafft, fast. Also ich habe vorher ein bisschen darüber gewitzelt, dass das so die Oscar-Verleihung der Nerds und Cracks ist. Und ich glaube, das wurde auch so ein bisschen bestätigt. Und du hast etwas sehr Wichtiges angesprochen, dass diese Open-Source-Lösungen auch tatsächlich marktfähig werden und auch tatsächlich raus zum Konsument kommen. Nicht alle müssen da tatsächlich als Entwickler oder Entwicklerin mit dran arbeiten, aber dass diese Lösungen wirklich auch akzeptiert sind. Dafür braucht es auch noch ganz viel Arbeit und SUSE hat dafür einen großen Beitrag geleistet. Genau, das ist ziemlich cool, dass wir das so durchführen konnten und diese speziellen und coolen Projekte auszeichnen konnten. Wir hoffen natürlich auch, dass damit das Umfeld und die Umwelt ein bisschen inspiriert wird, um weiter so die Technologie auf diese nachhaltige Art zu pushen und die Grenzen ein bisschen auszuloten davon, was alles möglich ist. Darf ich noch schnell was sagen zu denen, die nicht gewonnen haben? Ja, natürlich, bitte. Also wir haben sehr viele Projekte gehabt, die jetzt nicht prämiert wurden. Wir hatten eine super Eingabe in diesem Jahr, hat uns auch extrem gefreut. Was wir immer wieder sagen am Schluss, bitte gebt wieder rein, vielleicht in 2-3 Jahren. Wir versuchen zu zeigen, was eben der Impact ist von etwas, mit Ausnahmen wie euch. Aber grundsätzlich wollen wir schon wirklich zeigen, das Ding wird verwendet. Also wir hatten in diesem Jahr einige Eingaben, die sehr, sehr frisch sind. Das ist auch super, ihr kriegt auch etwas eine Bühne. Ich habe 2-3 Projekte kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Aber bei einigen war der Impact für die Jury quasi noch nicht groß genug, dass wir sagen konnten, das sticht jetzt hervor. Also wenn ihr wirklich toll weiterarbeitet, wenn ihr das Projekt weiterbringen könnt, bitte gebt wirklich in 2-3 Jahren nochmals ein, zeigt, was ihr erreicht habt und dann besteht eine gute Chance, dass wir euch ein andermal prämieren können. Ich glaube, wir haben sogar Preise vergeben, hat nicht OpenStreetMap schon mal eingegeben? Ja, genau, das ist ein schönes Beispiel. Also, da haben wir jetzt wirklich gesagt, okay, die haben das schon ein paar Mal gemacht und da sieht man heute wirklich, was passiert ist. Da wollen wir jetzt echt einen Preis vergeben. Also, ihr seht, es lohnt sich. Dann zu den Open Data Dingen. Wir hatten Eingaben von Plattformen. Da habt ihr einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich letztes Jahr 2 Plattformen Preise vergeben und gesagt, in diesem Jahr vergeben wir keine. Pasquale und SBB. Dort wollen wir jetzt eigentlich zeigen zuerst, dass die Leute eben Open Data auch wirklich nutzen, dass diese Daten Anwendung finden und nicht nur, dass wir einfach neue Plattformen bauen. Die Plattformen machen nur dann Sinn, weil sie wirklich auch verwendet werden. Und ich glaube, das haben wir im Workshop heute Nachmittag sehr schön gezeigt mit Pasquale in unserem Workshop und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft zeigen können. Wir hatten von Snowflake die Open Data Vornamenanwendung, ein sehr schönes Beispiel, wie man eben Dinge zeigen kann, die offen sind. Also, bitte gebt wieder ein, dass ihr den Preis nicht gekriegt habt, heißt nicht, dass ihr nicht gut seid. Es war wirklich eine heftige, wichtige, schwierige Diskussion und wie gesagt, mit einem Stich entscheid. Okay, super. Herzlichen Dank. Ich möchte mich bei dir bedanken dafür, dass du diese DINACON Awards moderiert hast mit mir und deinen Input geben konntest und ein bisschen berichten aus der Jury. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal einen großen Applaus für Adrian und für die DINACON Awards. Danke für die Jury, danke für die Eingaben.